Seid gegrüßt, liebe Freunde der virtuellen Pferdebetäubungsmittel. Wir versuchen jetzt einfach mal in dieser Folge hier diese Prüfung zu absolvieren und wir schnappen uns jetzt den Sphäroiden von Jose. Ja, wie man sieht, die leuchten blau und sind mit, die sind elektrifiziert durch Elektrizität. Und wir schnappen uns erstmal diese beiden hier. So, dann werden wir hier husten. Dann werden wir die da reinstecken. Reinstecken. Na, links soll er rein, alte Potsau. Du kannst immer die Löcher voneinander unterscheiden. Du bist so dämlich. So, wir haben jetzt noch gute 14 Minuten. Ach du heilige Mistsau. Und uns eröffnet sich ein Pfad voller wollüstiger Blicke. So, da sehen wir ein Zeichen. Okay. Okay. Mal sehen, was jetzt passiert ist. Es ist nichts Besonderes passiert. So, hier haben wir auch noch so ein... Ja, hier haben wir auch noch ein paar freie Felder. Wir schnappen uns jetzt einfach mal den Sphäroiden hier. Genau. Dann hauen wir den hier rein. Genau. Okay. Dann werden wir den Sphäroiden hier... den Altar meine ich, Entschuldigung. Jetzt schieb ihn... Oh, Gott sei Dank, du schiebst ihn wieder rechts. Ich dachte, ich muss schon wieder durchdrehen. Würdest du... Bis dämlich bist. So, den schieben wir hier rauf. Dann schnappen wir uns den Sphäroiden hier. Dankeschön, liebe Mami. Bitteschön. Juhu. So, jetzt mach schon nur. Zigeuner. So, den hauen wir hier rein. Und jetzt müsste eigentlich ein gar formidables Gedöns passieren. Hau deine Blitze rein. So, jetzt... Haben wir auf jeden Fall viel erreicht. So, gut. Dann schnappen wir uns abermals diesen formidablen Sphäroiden. Den setzen wir jetzt genau. Wartet lieber mal einen kleinen Augenblick. Den schnappen wir uns jetzt. Gut. Dann setzen wir ihn, hier ein. Okay. Nice. So, okay. Dann schnappen wir den hier, den wir gerade unter Hochspannung gesetzt haben. Denn er leuchtet noch extremer als alle anderen. Nein, nichts tun. So, den setzen wir jetzt hier ein, hier vorne. Ja. Und uns öffnet sich ein Pfad. Wir haben nämlich den Joseph-Sphäroiden in einen Sphäroiden der Insignia verwandelt. Und dieser öffnet uns das ein oder andere Tor. Dann schnappen wir uns noch den hier. Okay, ja, danke schön. Dann legen wir dort diesen Sphäroiden rein. Okay, ja, sehr gut. Und dann schieben wir den einfach mal da hinten in die Finsternis und wir schauen, was passiert. Und ich hoffe, es passiert etwas Großartiges, das uns so sehr erregt, wie Titus einst sein Papa. Okay, das war's nicht. Wir gehen nochmal rauf hier. Blup. Dankeschön. So, dann nehmen wir uns nochmal ein Sphäroiden hier. Okay, ich danke dir. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich sehe es doch, alte Potsau. So, dann legen wir den da rein. Okay. Gut, 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 gut. So, dann werden wir schieben. Und jetzt müsste doch etwas gar Formidables passieren. Wir werden sehen. Ja, wie man sieht, aufgrund der Tatsache, dass links und rechts so ein Ding drauf ist, hält die Elektrizität irgendwie den Altar hoch. Und macht jetzt eine Art Überlastung hier. Und dann können wir hoffentlich. Ja, weiß ich nicht. Wir können rüberspringen. Woo! Rüberspringen. Total geil. So, dann schnappen wir uns hier erstmal das Ding. Wir schieben den nämlich da runter. Damit aktiviert sich ein weiteres Feld. Und zwar diese. Diese Augapfel, diese Iris. Sehr gut. Dann werden wir springen. Okay. Dann werden wir hier raufgehen. Okay, sehr gut. Ich mag das. So, dann schnappen wir uns hier erstmal... her damit. Schnappen wir uns erstmal den hier, den legen wir hier rein. Es geht nämlich eigentlich darum, das Feld hier unten zu komplettieren. Okay, ja. Und uns fehlen ja, wie man noch relativ gut sehen kann, diese beiden Flügel. Den lassen wir mal da drinnen. Dann werden wir, geht das hier? Nein, gut. Dann werde ich mir den einfach da hinten holen und den einsetzen. So, wir brauchen den hier vorne nämlich nicht.
Der ist nur dafür da, um diese Tür offen zu halten. So. Okay, sehr schön. Und den müssen wir jetzt da hinten einsetzen. Den packen wir jetzt rechts rein. Okay, alles klar. Damit wird der rechte Flügel beleuchtet. Und jetzt nehmen wir noch den Syrien aus dem Altar dort vorne, um den hier vorne links einzusetzen. Dann haben wir es eigentlich schon geschafft, wenn ich mich nicht täusche. Dankeschön. Gut. So, jetzt laufen wir einfach mal dahin. So, und wir setzen das Ding natürlich wieder ein hier. So, und jetzt ist der Part uns geöffnet worden. Ist das nicht schön? Ja, das ist so schön wie Weihnachten und Chanukka zusammen. Ja, ganz formidabel, tastisch. So, jetzt werden wir, ihr dürft es ja nicht vergessen, es gibt immer noch ein Fraktura-Spheroid. Und ich glaube, der ist hier. Wir drücken mal gegen die Wand und uns öffnet sich ein weiterer Pfad. Denn der Fraktura-Spheroid öffnet oder lässt ja immer die Wand irgendwo aufbrechen und man bekommt immer einen relativ coolen Gegenstand. Und wir werden uns jetzt erstmal ansehen, wo das der Fall sein könnte. Wir legen die mal hier rein. Nichts passiert. Dann werden wir ihn rausnehmen und werden ihn hier reinlegen. Und wieder passiert nichts. Dann werden wir ihn wieder nehmen. Okay. Und wir werden einfach nach oben gehen. Das heißt, hier unten kann es nicht sein. Es muss also noch weitergehen. Gut. So, hier ist eine Wand, aber das sieht mir so danach aus, als würde es aufgehen. Wir werden jetzt erstmal die Altare hier einfach reinschieben. Okay, das hat schon mal geklappt. Das machen wir hier jetzt auch. So, prima. So, und da vorne logischerweise auch. Plopp. Und dann natürlich auch noch hier. Plopp. Und dann natürlich auch noch hier. Plopp. So. Jetzt müsste irgendwas passieren. Und natürlich passiert auch was. Titus wird getötet durch eine gigantische elektrische Explosion. Durch eine Tide-Explosion, auch so zu sagen genannt. Macht einen Ton morgen. Morgen ist ein schöner Tag. Denn morgen ist, was ist heute eigentlich? Ist heute Donnerstag? Weiß ich nicht. Wir werden jetzt einfach mal in den Fraktoras für den einlegen. Jo. Und dort öffnet sich unser Pfad. Die Wand frakturiert, zerbricht, meine ich. Und da kriegen wir das Item. Und wie geil, was kriegen wir? Magie-Spheroid. Geile Noten. So, und Magie-Spheroiden sind eine ganz feine Sache. Und zwar für Yuna. Aus dem ganz einfachen Grunde. Da Yuna ja auch, schade. Den werde ich Yuna geben. Da die AP, die Attribute, die sie bekommt, ja auch auf die Bestia-Auswirkungen haben. Und das ist der Grund, warum das bei ihr sehr gut ist. Jo. Außerdem zaubert sie ja auch, insofern macht das ja auch ganz besonders viel Sinn. So, auch an, was hast du gesagt? Platzangst? Lauf nicht herum wie ein Irrer. Und jetzt? Tja, jetzt sagst du, ha? Kollege. So, Lulu, du solltest auch besser brav sein, damit Yuna sich nicht schämen muss. Yuna schämt sich höchstens für dein Kleid, du alte Schlampe. Zappel nicht so rum. Da frag mal Auron. Was, schon wieder ihr? Eine tolle Reisegruppe seid. Ach, Donna schon wieder mit Elbato. Was ist Bartello? Willst du was von mir halten? Sie sind Sir Auron. Dafür kann ich nichts. Darf ich ihre Hand schütteln? Auron, ich meine, Sir Auron. You're the reason I became a guardian. Ich wurde wegen Ihnen ein Leibgard. Sie müssen mir unbedingt meine Muskeln anlecken, streicheln. Und Auron macht's natürlich. Auron freut sich, wenn er so ein bisschen Ruhm abgreifen kann. Ja, er lacht auch. Was ein Idiot. Danke vielmals. Das werde ich nie vergessen. Sie hat die Garde Sir Braskas einfach Alte genannt. Alten meine ich. Alten. Nicht Alten. Bescheuert. Oh Mann! Bartello, es reicht! Komm endlich her!
Er hat Angst vor Blitzen. Hang in there, buddy. Echt? Sie hat es auch nicht einfach. Okay, er hat Angst vor Blitzen, der gute Bartello. Ich glaube, die bumsen auch, die beiden. Also, das sieht mir oft so aus, als würde sie sich auch anderweitig für ihn interessieren. Eine tolle Show, aber nicht gut für die Gesundheit. Nee, man wird wahrscheinlich schnell davon blind werden. Blind und elektrifiziert. Du sollst auch besser brav sein, damit Jonas sich nicht schämt. Das hast du mir schon mal erzählt, Kollege. So, was sagst du? Hast du gesehen, Donner? Die Hand werde ich nie mehr waschen. Die hast du auch vorher nie gewaschen, mein Freundchen. Das dauert ja wieder, wie lange sollen wir noch warten? Okay. Ich habe Sir Owen getroffen. Ein historischer Tag. Stop pacing around. Ja, ich habe nach wie vor Platzangst und soll nicht rumrennen. Wie ein Geisteskranker. Machst du aber trotzdem, Kimari. Deinen Posten finden, Mund halten und warten. Was hat er? Ich bin stärker geworden, aber nicht stark genug. Ich bin stärker als du, Kimari, Mann. Du alte Sau, du. Jetzt gehen wir mal raus. Da dürfen wir nicht, okay. Und jetzt? Ist Jonas fertig? Jonas fertig, sehr schön. Wir haben eine neue Bestia. Das freut mich so immens. Ja, yes, ist das geil. Woohoo! Schön, wenn man einen berühmten Vater hat. Ach, Donner, halt doch die Fresse. Jede Menge Leibgarde. Sir Aura noch dazu. Ach ja, Prima Seymour scheint sich ja auch zu mögen. Ja, mich mag jeder. Der Tochter Sabraskas wirft man alles zu Füßen. Mein Vater hat damit nichts zu tun. Ich bin auf der Reise, und zwar als einfaches Medium. Oh, wie schön für dich. Aber bevor du Reden schwingst, versuche auf eigene zu stellen. Halt jetzt die Fresse und lass mich hier meine Bestie benennen. Meine Güte. Ja, er leckt mich doch hier, wo alte Fotze verschwindet. Ich habe eine neue Bestie gekriegt. Bestia! Das freut mich total. Und die Bestia werden wir natürlich umbenennen. Wir werden sie nach dem guten Keks Monster Zero nennen. Und wir werden jetzt natürlich auch den Namen nehmen. Da Keks Monster Zero ein wenig zu lang ist, werden wir sie Zero nennen. Oder Ixion Zero nennen. Oder Ixion habt ihr nie gehört. Ich habe Ixion nicht gesagt. Wir werden Zero Zero nennen. So, jetzt macht's Sinn. So, wir haben jetzt eine neue Bestia. Zero. Ich bin gespannt und bin doch sehr erregt. Bestätigen. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Das ist so toll. Toll. So, die Folge beenden wir jetzt hier. Adios. Nein, machen wir nicht. Doch, nein, doch, nein, doch. Wir müssen gucken. Nee, ich glaube nicht, oder? Ach, warte, ziehen wir durch. Oder speichern wir jetzt? Nee, wir speichern jetzt und dann beende ich die Folge. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das schon war und so. Deswegen speichere ich jetzt und wünsche euch viel Spaß noch im Valhalla. Adios.